Hallo, herzlich willkommen bei den Beaks zu einem neuen Video. Ja, heute ist sie endlich da, unsere Roomtour. Wir hatten ja schon mal ganz zu Anfang eine Roomtour hier gemacht von unserem Wohnmobil, aber erstmal ja, es war ganz zu Anfang. Es war hier mehr oder weniger alles noch kahl und ja, wir wussten noch gar nicht richtig, wie alles funktioniert. Wir waren ja auch noch neu auf YouTube und ja, heute zeige ich das mal so ein bisschen ausführlicher, auch wie wir hier alles verräumt haben, wie viel unheimlich viel Platz wir hier drin haben. Und ja, also erstmal, wer uns noch nicht kennt, wir sind die Beaks, Carsten und Iris. Wir leben seit etwas über einem Jahr hier in unserem Wohnmobil. Das ist ein Detlefs Grand Alpa Plus 9820. Das ist ein Alkoven. Ja, und ich würde sagen, ich zeige euch das halt einfach mal. Ach so, uns, da gehört noch ein Hund dazu, aber den mussten wir gerade mal rausschmeißen. Die hechelt wie verrückt, ist so ein bisschen warm hier heute drin. Also die guckt von außen zu, was ich hier drin mache, und ich würde sagen, wir fangen gleich mal hier im Flur an. Und zwar reinkommt tut man durch diese schöne Aufbautür, die ist extra groß, ich glaube mit über 70 Zentimetern. Also ich kann mein Gewicht noch ein bisschen halten, ich komme immer noch gut rein. So, und dann ist hier die Garderobe. Was ich sehr schön finde, ist, dass sie so ein bisschen eingelassen ist. Da kann man auch mal ein bisschen dickere Jacken und so weiter hinhängen. Hier haben wir unsere Einkaufssachen. Hier haben wir hier noch so einen Hundehinternhaken. Für Wilma ihre ganzen Sachen, Handtücher. Und für diejenigen oder denjenigen, die nicht so gerne dekorieren, hier ist auch noch Platz, denn für Schals, Handschuhe und so weiter. Aber bei uns wird das so ein bisschen zweckentfremdet. Und da muss halt, naja, ist ja auch egal. So, das ist unsere Garderobe. Finde ich eigentlich richtig schön groß. Ne, dass man hier nicht, wenn man auch dicke Winterjacken hat, die haben wir jetzt extra mal weggenommen. Und dass man hier schön reinkommt. So, dann würde ich sagen, weiter geht's. Wir haben hier in dem Alpa, haben wir hier noch eine Anrichte. Und ja, viele sagen, das brauchen wir gar nicht, ist unnütz. Also wir finden das richtig super, weil erstmal hat hier unsere Kaffeemaschine Platz gefunden. Das heißt, ich habe hier so eine kleine Coffeebar-Ecke gemacht. Früher hätte man gesagt, hier steht die Kaffeemaschine und fertig. Heute ist es eine Coffeebar. Ne? Hier mit schön Schisslerweng, für jeden Geschmack etwas dabei. Und da finde ich, hat man das ganz gut genutzt. Aber es ist ja auch was Praktisches, denn direkt hier drunter befindet sich nämlich ein Schuhschrank. Ja, da haben wir unsere ganzen Schuhe. Erstmal die ganzen Winterschuhe. Und die Sommerschuhe habe ich dann im Doppelboden, hier im Zwischenboden verstaut. Zeige ich euch auch gleich noch, wie das aussieht. Und ja, also wie gesagt, wir haben hier so viel Platz. Ich hatte das ja schon mal gezeigt. Hier in den Klappen habe ich unsere Vorräte. Hier sind die ganzen Kaffeesachen drin. So, dann haben wir hier noch nebenan auch noch einen Schrank. Da haben dann unsere Handtücher, hier noch so ein bisschen Putzkram. Ist hier alles drin verstaut. Ja, ich glaube, das zeige ich euch lieber nicht. Da sind unsere Medikamente drin. Und der ist proppenvoll. Also sieht ungefähr aus wie in so einer normalen Apotheke. Ja, genau, so kann man sich das vorstellen. Also es ist eine kleine Apotheke, die wir mittlerweile im Laufe der Zeit, was ich hier angesammelt hatte, mit uns rumfahren. Und ja, gut, das ist erstmal soweit der Eingang hier, unsere Vitrine. Und gleich geht es dann weiter in die Küche. Thank you.
weiter geht's denn hier in unserer Küche? Wobei ich die für so ein Wohnmobil auch schon richtig mega groß finde. Und auch, es ist wirklich, auch wir wohnen ja nun hier und selbst fürs Wohnen, es ist reichlich Platz. Ihr werdet jetzt hier so ein bisschen Dinge sehen, wie zum Beispiel der Herd. Der ist nicht original verbaut. Und hier der Wasserhahn ist auch nicht original verbaut. Das kommt dann in einem weiteren Video. Da werden wir euch mal hier unsere ganzen kleinen Schweinereien zeigen, die wir uns hier noch extra eingebaut haben. Aber jetzt erstmal belasse ich das so bei. Und zwar, wie gesagt, ich habe hier reichlich Platz. Hier ist nochmal so ein kleiner Tresen, wo man eigentlich auch nützliche Sachen draufstellen könnte. Mache ich aber nicht. So, dann auch hier kann man das Brett hier abnehmen. Die Spüle ist groß. Ich wasche ja hier nur ab. Und dann hier die Oberschränke habe ich jetzt auch noch mal so ein bisschen neu sortiert. Ich habe hier überall diese kleinen Teilchen habe ich hier dazwischen, weil wir echtes Geschirr haben. Also wenn ich hier schon tagtäglich drin lebe, möchte ich wenigstens von einem vernünftigen Geschirr essen. So, und dann haben wir die ganzen Tassen, haben wir jetzt hier in so Filztäschchen. So, dann klappert da auch nichts mehr. Ich hatte hier vorher alles Küchentücher immer drin. Und das sah hier aus, als wenn man die Klappen aufgemacht hat, da kam einem erstmal eine Tüllwolke entgegen. Und so ist das hier schön aufgeräumt. Und ja, da ist das Geschirr drin. Dann haben wir hier nochmal, ja, so unsere Gläser. Hier habe ich auch nochmal so ein Filztäschchen. Na, da kann hier nichts klappern während der Fahrt. Hier alles nochmal schön verräumt. Das ist super, da klappert nichts, wackelt nichts. So, denn hier nebenan haben wir dann gleich hier unseren einmal den Backofen, dann einmal eine Gefriertruhe, hätte ich fast gesagt, und einmal den Kühlschrank, wobei ich sagen muss, es passt so viel rein. Und, naja, sind jetzt nicht gerade gute Sachen drin, wir müssen noch einkaufen. Der passt so viel rein. Denn hier unten ist dann Wilmas Fach. Gut, dass er nicht hier ist. Ne, da haben wir Hundefutter drin und für Wilma Medikamente. Naja, was der Hund so braucht. So, und dann haben wir nochmal hier unten nochmal so einen richtig großen Apothekerschrank. Da passt wirklich richtig, richtig viel rein. Ja, denn hier Geschirr. Also ich glaube, wenn ich den so fahren würde, so urlaubstechnisch, ich glaube, wäre alles leer. So, denn hier nochmal Töpfe, Tupper-Sachen. Hier auch nochmal Töpfe. So, und hier auf dieser Seite ist dann nochmal so ein Auszug für den Müll, wo wir hier auch trennen können, haben wir hier Plastik, hier der Normalmüll. Jo. Das ist die Küche, finde ich, wie gesagt, es ist reichlich Platz. Und ich kann das ja auch schon mal so sagen, mit diesem hier, mit diesem Apparat, haben wir auch noch was vor. Aber da lasst euch mal überraschen. Ich habe irgendwie immer Ideen, aber jetzt machen wir erstmal eins. Und zwar die Roomtour, würde ich sagen. Weiter geht's. Weiter geht's eigentlich mit dem Herzstück von diesem Wohnmobil, denn wir haben eine Rundsitzgruppe. Und das war auch so mit, ja, so das Hauptding, dass wir gesagt haben, wir möchten hier den Alper haben. Ja, wir sind so oft hier drin, das Wetter ist nicht schön und da haben wir gesagt, dann brauchen wir hier wenigstens ja erstmal für Carsten zum Arbeiten den Platz und eben auch zum abends zum Kuscheln. Und na, wir gucken ja nicht so jetzt Fernsehen, aber eben, naja, was man halt so macht. Aber ich zeige euch das und zwar anfangen tun wir hier ist noch eine Vitrine. Die finden eigentlich auch viele jetzt völlig unnütz. Ich wiederum möchte sie nicht missen,
weil natürlich auch da wieder Klötscherkram drin ist. Man nennt es auch Deko. Und ich finde, das macht einfach gemütlich. Also ich finde, ja, wie gesagt, wenn man hier so reinkommt, das hat so ein bisschen, ja, so ein Wohnzimmerhauch. Und Carsten kann ja mal herkommen. Und zwar war das hier, habe ich das hier auch mal so ein bisschen verändert. Hier war durchgehend ein Spiegel drin. Und wenn man nämlich zum Beispiel hier gesessen hat und guckte, ständig guckt man in Spiegel und das nervt total. Und da habe ich mir so eine ähnliche Folie bestellt aus dem Internet und habe das so ein bisschen verklebt, dass zwar Spiegel noch da ist, und aber man sieht sich. Also ich, so toll finde ich mich nun auch nicht, dass ich ständig da, ne? Ich finde dich toll. Oh Schatz, das ist aber lieb. Ich finde das auch, wenn dann guckt man ja zur Seite und denkt, wir sitzen da, und dann erkennt man sich da selber. Das ist irgendwie total blöd. Ja, genau. Aber wie gesagt, so ist das eine super Lösung. So, und dann gehen wir hier praktisch eine Stufe hoch in den Wohnbereich. Und auch hier haben wir rundherum so viel Platz. Ich zeige jetzt, hier sind zum Beispiel unsere Spiele drin. Und ja, es ist ja so schönes Wetter heute und wir müssen alles verrammeln, weil es blendet. Hier haben wir unsere Spiele drin, hier sind Süßigkeiten drin und ja, hier ist so ein bisschen die Bastelecke ist hier drin. Ich weiß nicht, soll ich das auch machen? Das ist schrecklich hier. Nee, das lieber nicht. Also, da sind Kabel ohne Ende drin. Hier ist nochmal so eine Krimskramskiste. Ja, wie sie jeder kennt. Bastelkram und Anleitung und was nicht alles. Also sprich, was man erstmal nicht braucht, kommt da rein. Genau. Obwohl, da haben wir mehrere solche. Ja, zum Beispiel hier. Diese. Hier ist ja auch nochmal eine Schublade drunter. Ne, da habe ich denn, was man mal so braucht, schnell mal einen Stift und Fernsehzeitung und das ganze Kram. Denn hier unten ist auch nochmal eine Schublade. Kann ich mal kurz zeigen, da sind halt so die ganzen Putzsachen drin. Und hier fürs Abwaschen mein Brettchen, das ist hier drin. Dann haben wir hier auch nochmal. Hier, wo auch wieder alles voller Deko voll steht. Hier, das können wir alles hochnehmen. Ne, diese Bretter hier, ich will das jetzt nicht auch abräumen alles, aber wir können das hier alles hochnehmen. Ne, hier sind dann Carsten seine Sachen drin. Hier sind meine Sachen drin. Und ja, dann haben wir hier noch den Tisch. Ist auch noch besonders. Und zwar kann man den einmal ausziehen. Das geht ganz einfach. Macht man nur so. Nur so, also nur so, ha, jawohl, tack. Na, und dann kann man hier schön dran essen, beziehungsweise Carsten arbeitet ja hier. Und da haben wir genug Platz. Des Weiteren ist ja auch noch so besonders, eigentlich sind wir ja alleine, so der Alpa ist ja, Alpa heißt für alleinreisende Paare. Aber falls wir ja doch noch mal, weiß ich, eins unserer Enkelkinder oder Kinder, man weiß es ja immer nicht, Freunde, Bekannte, Verwandte, egal wer hier mal gerne mitfahren möchte, wir könnten diesen Tisch hier runterlassen, haben eine große Matratze, die ist jetzt bei unserer Tochter im Keller, und dann könnten wir hier noch mal ein großes Bett von machen. Ne, oder wenn man sich mal zankt, denn ich kann einer hier, einer da, muss ja auch alles mit mal berechnet werden. So, und das können wir machen. Und damit auch jemand mitfahren kann, der hier schläft, gibt es hier noch Anschnallgurte. Ne, da habe ich so ein bisschen immer die Kissen vor. Da kommen auch noch Kopfstützen dran. Die haben wir hier unter den Bänken, kann man auch noch Sachen verstauen. Da sind jetzt hier so winterrichtige Botten drin und ich weiß gar nicht, ja, die Kopfstützen sind da drin. Habe ich nur jetzt natürlich erstmal aus ästhetischen Gründen entfernt. So, ja, dann haben wir hier noch, wenn wir denn mal Fernsehen gucken oder mal einen tollen Musikabend, nicht, einen schönen Beatabend, dann haben wir hier Megaboxen, nicht, und da können wir dann richtig mal schön unsere Nachbarn ärgern. Oder aber wir gucken Fernsehen, dann macht man das einmal brrt, zack, runter, kuschelt sich hier ein und voilà. Oh Gott, die Treppe. Du lieber Himmel, das war doch klar. Siehst du, ich preise so die Treppe an. Ich dachte, lass mal so weggehen. So.
So, das waren erstmal der Wohnbereich, die Küche, das Entree. Und natürlich gehört zum Wohnmobil ja natürlich auch noch ein Bad und ein Schlafzimmer. Und da gehen wir jetzt rein, weil ihr habt ja gesehen, wir haben hier eine Tür. Und dahinter verbirgt sich das sogenannte Raumbad, so nennt man das. Und da mache ich nämlich so einfach die Tür hier auf. Hier schließt sie wieder, denn da ist die Toilette hinter. So kann man es nämlich auch machen, beziehungsweise so haben wir es die ganze Zeit, weil unser Hund nämlich eigentlich in der Dusche wohnt. Und die haben wir ganz kurz, der hatte ich ja schon zu Anfangs gesagt, kurz mal. Und ich bin schon ganz nervös da draußen. Nein, der liegt da ganz entspannt. Ja, und auf jeden Fall übernehme ich jetzt mal, weil es ist so ein bisschen eng zu zweit. Also werde ich jetzt mal die Kameraführung übernehmen. Das ist übrigens Carsten. Du musst ja auch mal, der Kameramann. So. Ja, hinter der Tür verbirgt sich also die Dusche. Also für uns ist sie groß genug, auch von der Höhe her. Die verschließt sich auch komplett. Ne, brauche ich, ich komme da jetzt natürlich nur nicht ran. So, und die Dusche habe ich eigentlich mal so belassen, wie sie ist. Nichts verbaut, außer hier diese Stange, die haben wir noch mit dazu gebaut für nasse Handtücher und so weiter. So, dann geht es hier weiter. Ich mache mal wieder zu, die Tür. Hier haben wir einmal einen großen Spiegel. Und ja, irgendwie mag ich mich nicht so im Spiegel ansehen. Beziehungsweise ist es ein bisschen komisch, also wenn man dann hier morgens die Treppe runterkommt, wenn man aufgestanden ist und aussieht wie so ein Bär um die, ihr wisst schon, und kommt dann hier runter und sieht sich, na, ich gedacht, nee. Und hatte ja noch so ein bisschen von diesen Streifen, diesen Dekorstreifen über. Und da habe ich praktisch den Spiegel so ein bisschen gebrochen. Na, man sieht sich ja trotzdem noch immer ganz, ich muss mal ein bisschen so machen, aber naja, ist ein bisschen doof angebracht, ist egal. Und da ist, ich finde es jetzt also für unseren ja, Geschmackgebrauch ist das in Ordnung. Mag nicht jeder leiden, verstehe ich auch, aber naja, es ist erstmal so, man kann es ja wieder abreißen. So, dann haben wir ja hier, weil wir ja nicht mehr so gut gucken können, oder das für Carsten nicht mehr so gut gucken können beim Rasieren, haben wir hier nochmal so ein... Das habe ich gehört. Oh. So, also so eng, gut abgedichtet sind die Türen nicht. Ja, das ist also unser Bad. Auch hier, das ist ganz neu. Wir haben uns die Banktoilette ist ausgebaut worden. Wir haben uns hier eine Kresana-Toilette reingebaut. Und da sind wir gerade so ein bisschen mit am Probieren, Machen und Tun. Und ja, auch hier im Bad. Es ist genügend Platz für alles. Ich kann euch das ja mal so ein bisschen zeigen. Hier in den Schränken, das ist alles voll. Hier habe ich so meine ganzen Schminksachen verstaut, wo ich mich eigentlich gar nicht so viel schminke, aber naja, dann so, naja, was die Frau so braucht. Naja, bei Carsten ist nochmal dasselbe drin, das ist jetzt nicht so interessant. Und ja, und wie gesagt, wenn man denn mal das Örtchen aufsuchen muss, dann macht man einfach die Tür hier zu. Zack, und man ist ganz alleine. So, und ganz zum Schluss kommt natürlich hier das Schlafzimmer. Also wir nennen es mal Schlafzimmer. Und ich zeige euch gleich auch noch mal, wie das zurückgebaut aussieht. Die Treppe können wir nämlich hier einklappen, zur Seite einschieben und dann können wir durchgehen ins Fahrerhaus. Ja, wir haben hier noch mal, deswegen ist unser... Also wir können gar nicht, also nicht richtig drin sitzen, kann man eh nicht. Es ist und bleibt ein Alkoven. Und dadurch, dass wir hier nochmal richtig dicke Topper drin haben, sind wir noch höher. Aber das macht uns nichts, uns stört das überhaupt gar nicht, dass wir hier so hoch schlafen, Hauptsache gemütlich. Ja, und so sieht das hier bei uns aus im Schlafzimmer. Ich gehe mal ein bisschen hoch, dass ich hier so ein bisschen rumkomme. Und auch hier haben wir einen
kleinen Fernseher, wo wir gucken können. Ja, und wir fühlen uns hier sehr, sehr wohl. Es ist auch genug Licht hier im Fahrzeug. Wir haben hier noch so ein kleines Heki. Da können wir dann in die Sterne gucken. So, und jetzt zeige ich das ganz kurz mal, wie das ins Fahrerhaus geht. Dazu gebe ich aber Carsten wieder die Kamera. So, das ist nämlich hier ganz einfach. Es wird nur hochgeklappt. So, dann kann man das hier auch verriegeln, entverriegeln. Man schiebt das zur Seite, hier wird es fixiert. Na klar, es ist jetzt so ein bisschen dunkel da drin, weil wir die Abdeckung von draußen drauf haben. Weil es ist nachts ja noch so ein bisschen kalt, aber ich hoffe, man sieht es. Und dann kann man also hier auch während der Fahrt dann durchgehen. Und genauso wird es ja auch wieder zurückgebaut. Und schon sieht man von dem ganzen Auto, sage ich jetzt mal, gar nichts. So, des Weiteren haben wir ja hier auch einen doppelten Boden. Das zeige ich euch noch mal kurz. Lass uns hier mal hier drüben drüber hängen. So, und hier ist zum Beispiel eine Klappe, die ist super praktisch. Ja, ist jetzt gerade natürlich auch schon unsere Dreckwäsche drin. Da habe ich ein Körbchen drin. Da machen wir nur Klappe auf, Dreckwäsche rein, Klappe zu. So, und so haben wir hier nochmal, hier sind dann unsere Abwassertanks drin. Da ist nochmal ein Tank. Dann haben wir hier im Badezimmer, kannst du mal durchkommen, kann ich ja kurz zeigen. Da ist natürlich hauptsächlich Dekokram von mir drin. Na, aber es ist wirklich hier in dem Alpa, es ist so viel Platz drin. So, das ist alles für den Sommer. Sommer-Equipment. Mein Latschen guckt raus. So, das reicht. Unser Toaster ist drin und unser Winterkamin ist da drin. Ja. So, das war erstmal das. Und ja, du kannst ja gleich noch mal kurz rumzeigen. Und dann sehen wir uns gleich noch mal. Und bevor ich es wieder vergesse, wieder einmal, möchte ich euch natürlich auch zeigen, wo wir unsere Anziehsachen so untergebracht haben. Auch hier ist unheimlich viel Platz. Einmal, also man hätte hier drei Möglichkeiten, seine Sachen aufzuhängen. Und ich bin ja eher so der Falter, der Friemelfritze. Ich brauche das ja gar nicht so viel. Und auch hier in diesem großen Schrank war eine Kleiderstange, so für Abendkleider, Brautkleider, Tanzkleider und so weiter, brauchen wir nicht. Und den haben wir umbauen lassen. Und das Ganze sieht jetzt nämlich so aus. Alles schön. In Reihe und Glied, so lieben wir das. Ich liebe das. So, und dann haben wir hier noch meins. Mein Kleiderschrank. Also da sind dann eben halt Jacken drin. Na, die habe ich dann hingehängt und noch so ein bisschen. Dasselbe ist hier bei Carsten auch. Da hängen jetzt seine Hemden. Ist jetzt ja nicht so interessant, denke ich mal. Habe jetzt natürlich noch ein bisschen Friemelkram drin. Ich kann das ja auch kurz zeigen. Da habe ich jetzt erstmal, da sind unsere Socken unten drin. Und ja, weil wir gleich losfahren, habe ich schon mal so ein bisschen Deko da reingestopft. Ja, und hier oben noch die Schublade. Ganz kurz, nur da sind unsere Schlüppers drin. Schlippers. Und passt hier super rein mit so einer Einlage von Ikea. Und ja, und das war so im Großen hier unser kleines Eck, wo wir uns anziehen, fertig machen. Und ja, ich denke mal auch hier reichlich Platz.
So, wir sitzen wieder. Siehst du, das hatte ich vorhin nämlich auch ganz vergessen zu sagen. Das werdet ihr bestimmt auch schon gesehen haben, dass wir hier die ganzen Gardinen rausgeschmissen haben. Ich meine, so hässlich waren sie jetzt nun nicht, muss ich sagen. Das waren ja so... So Übergardinen mehr, ne? Ja, das Übergardinen und Raffolos, so. Waren das. Mhm. Und so schlimm fand ich es jetzt nicht, aber ich sage mal jetzt hier so zu unserer Einrichtung, fanden wir das jetzt besser, diese Bambusrollos, die hatte ich entdeckt, hatten wir ja zuerst hier an dem Fenster, wo die Kaffeemaschine steht, und dann hat uns das aber so gut gefallen, und ich dachte, komm, ist luftiger irgendwie alles, ne? Und ja, also die Rollos gefallen und super gut. Ja. Das ist so ein schönes Ambiente, auch wenn die Sonne da so durchscheint. Genau, ist nicht ganz so düster, als wenn man die Rollos hochmacht, ne? Weil wir haben ja nicht die, wie jetzt zum Beispiel in dem etwas kleineren Bruder hier von unserem, die haben ja Plissés. Und wir haben ja diese ganz Verdunklungsteile, diese Sonnenschutzrollos, ja, genau. Sozusagen. Und deswegen hatten wir uns dann dazu entschieden. Aber wie gesagt, wir werden aus, was wir hier verändert haben, das ist ja wirklich eine ganze Menge. Es ist angefangen hier von den Lampen und was wir hier drin verändert haben und auch außen verändert haben. Und das werden wir dann im nächsten Video, wenn nichts dazwischen kommt. Ja, genau. Ich sage mal unter Vorbehalt, aber ja. Geplant ist, dass das nächste Video sein wird. Ja, mit Einbauten und Umbauten, ja. Beziehungsweise mal gucken, vielleicht machen wir so einen Zweiteil, je nachdem, wie lang das alles wird. Ja, aber genau. Denn ob wir es wieder machen lassen würden oder ob es gut ist, schlecht ist, braucht man es nicht. Naja, was heißt, also braucht für man? Uns halt gesehen. Ne? Man also könnte ja auch mit dem Zelt losfahren und mit einer Thermoskanne. Brauchen tut man mit Sicherheit vieles nicht. Ist ja alles ein kleines. Will man irgendwie alles. Ja, so ist ja jeder Jeckes anders, sagt man ja. Ne? Der eine braucht wenig, der andere dies. Und das ist ja schön, dass es gibt ja alles zu kaufen oder alles kann oder vieles kann man möglich machen. Jetzt trinkt der Hund wieder. Siehst du gut, dass er raus war. Die hätte sonst sich geputzt, geleckt, gehächelt, getrunken, gefressen, gepupst. Die hätte das volle Programm hier gemacht. Gut, dass er draußen war. Naja, auf jeden Fall, das war also unsere kleine Roomtour. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt oder Anregung oder was auch immer oder was man hätte anders machen können, weil ja, wie gesagt, das ist immer so ein bisschen schwierig, ne, so alles zu treffen. Und ja, also wir hoffen, es hat euch gefallen, unser kleiner Rundgang durch unser Zuhause. Und ja, und wie gesagt, man muss auch bedenken dabei, wir leben hier auch mit der Deko. Na klar, es ist viel Ramschkram, es ist viel, aber uns gefällt es. Mir macht es auch überhaupt nichts aus, alles wegzuräumen, beziehungsweise fragen auch immer viel. Es ist einiges auch festgeklebt, das bleibt so, aber alles wieder rückgängig machbar. Und wir mögen es hier so, wir fühlen uns wohl. Und das ist halt einfach so ein bisschen wohnlicher. Ne? Genau. Und klar würde man vieles jetzt für 3, 4, 5 Wochen Urlaub im Jahr, würde man vieles natürlich auch machen, wie wir es jetzt haben. Würde ich nicht machen. Und bei vielen Sachen sagen wir uns einfach, okay, auch bei Entscheidungen, was wir nun einbauen, das spielt da natürlich immer eine sehr große Rolle mit. Ne? Genau, und wir machen es für uns, dass hier unser kleines Häuschen ist, unser Zuhause, unser Rückzugsort ist. Deswegen machen wir es uns so schön und so komfortabel wie möglich. Und wie gesagt, darf man immer nicht so ein bisschen, wie gesagt, für Urlaub, wenn das hier wirklich unser reines Urlaubsfahrzeug wäre, dann würden wir, also hätten wir hier so einiges nicht. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist halt, es ist jetzt so. Und nur mal zur Anmerkung, weil ja immer dann einige sagen, oh Gott, wie, ne? Gut, natürlich war ich zu Hause auch so ein Deko-Fritze, aber das ist ja, gut. Also ich will jetzt auch nicht lange hier wieder rumschnöseln. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Und freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Ja, genau. Und
Mal gucken, dass verbleiben. die So. Wegs wieder so dummes Zeug machen. Genau, also irgendwas haben wir sowieso immer. Auch wenn wir jetzt nicht so viel unterwegs sind, aber da haben Ja. wir aber auch schon wieder Pläne. Genau. Also Und so ist es auch so, nicht. und wenn wirklich mal kein Video kommt, also uns geht's gut, es ist auch alles in Ordnung, nur wir haben dann einfach nichts zu sagen. Ja, Na, genau. was sollen wir uns hier hinsetzen? Und Wir das ist doch wollen doof, das. uns nicht damit quälen und vor allen Dingen Ja, euch nicht. ja eben. Na, und manchmal ist das ja so, natürlich haben wir schon viel zu tun, aber das interessiert ja euch gar nicht. Ne, was wir den ganzen Tag hier, ich bin mit Papa viel unterwegs und so weiter. Und das nimmt eine ganze Zeit schon in Anspruch. Und dazu kommen dann halt andere Sachen, müssen liegen bleiben, aber das ist ja auch völlig wurscht. Nur dann haben wir für euch nichts zu sagen. Ne? Also dann nicht wundern oder ja, uns geht's gut. Genau. Na Ja gut, ihr gut, Lieben, in dann dem wünschen wir Sinne, euch ein schönes Wochenende ja, macht's gut und ja. und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Jawohl. Tschüss. Tschüss.